Ich hocke mich da mal zu euch. Darf ich die Pass sehen? Habe ich nicht dabei. Schade. Wie sieht er aus? Auf der ersten Seite ist eine Karte von Europa, die aus Fürstentum Liechtenstein rausgekommen ist. Weil niemand weiss, was ist, oder? Genau aus dem Grund. Easy Magazine geht heute die Frage nach, what the fuck ist eigentlich Liechtenstein? What the fuck ist Liechtenstein? Liechtenstein ist ein Fürstentum. Das heisst, der Fürst, der heisst Hans Adam II. Das ist kein Witz. Der wohnt dort oben. 120 Meter über seinen Untertanen. What the fuck ist Liechtenstein? Wieso genau kann man hier immer noch nicht abtreiben? Abtreibungen sind hier nicht erlaubt und die Frauen haben erst seit 1984 das Stimmrecht. Dann hat heute niemand mit uns reden, weil they still mad. Dürfte ich schon ein paar Fragen stellen über Liechtenstein? Ein paar Fragen zu Liechtenstein. Ah, okay. Darf ich euch schnell ein paar Fragen zu Liechtenstein stellen? Wenn Appenzell Innerrhoden ein Land wäre, dann wäre es Liechtenstein. Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage. Das heisst, eigentlich wird demokratisch abgestimmt, aber das letzte Wort hat der Fürst. Und es ist nicht so, dass die Leute es nicht wollen. 2003 haben sie nämlich demokratisch gegen Demokratie abgestimmt. What the fuck ist Liechtenstein? Ja. Schwartenmagen. Als kulinarische Spezialitäten gibt es zum Beispiel Schwartenmagen, Käseknöpfli oder Ribeli. Also Liechtenstein ist echt so ein bisschen, wie wenn ein Land so Copy-Paste macht. Was wäre typisch Liechtenstein? Gürkenrübel. Ist der Maismahlzeit. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Der Kleiden hat recht Dübenbach. Bis in den 20er Jahren war Liechtenstein total arm. Nach einer Runde Geldwäsche ist es mittlerweile aber das reichste Land der Welt punkto pro Kopf Einkommen. In Liechtenstein hat man ja sehr viel Geld. Ich habe leider mein Portemonnaie daheim vergessen. Hast du mir einen Tausiger für einen Mittag? Ich habe gerade den letzten Tausiger vorher weitergegeben am Bettler. Also es tut mir leid. 5 Minuten zu spät. Im Liechtensteinischen Landesspital ist im Frühling 2014 das letzte Kind auf die Welt gekommen. Dann ist die Geburtenabteilung geschlossen worden. Jetzt müssen die Liechtensteinerinnen im Ausland gebären. Das heisst, in Liechtenstein wird eigentlich nur noch gestorben. Und für mehr Entdeckungen abonniere ich sie auf YouTube.